Alle unsere Hörspiele hört ihr in besserer Qualität und ohne nervige Werbeunterbrechung auf Spotify, Apple Music und Co. Stundenlang. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist auf den ersten Link in der Beschreibung zu gehen, unserer Playlist zu folgen und gemütlich loszustreamen. Und jetzt geht's los hier mit der Geschichte. Mein 16. Geburtstag. Endlich war er da. Seit Wochen schmiedeten meine beste Freundin Mona und ich Pläne für die legendärste Geburtstagsparty aller Zeiten. Meine Eltern hatten wir eingeweiht. Sie hatten sogar versprochen, das Haus am Abend zu verlassen, damit wir in Ruhe feiern konnten. Eigentlich waren sie super streng bei sowas, aber gut, das war bevor ich herausgefunden hatte, dass sie gar nicht meine richtigen Eltern waren. Sie hatten mir es nicht etwa selbst erzählt, nein, ich fand das Ganze nur durch einen Zufall heraus. 2 Tage vorher hatte ich im Keller nach alten Familienfotos gesucht und hinter dem Karton mit den Fotoalben die Akte mit den Adoptionspapieren gefunden. Natürlich war für mich eine ganze Welt zusammengebrochen und wir hatten uns stundenlang gestritten. Natürlich hatten sie mir die Party nach dieser Sache nicht mehr abschlagen können. 1:0 für mich. Eine riesige Torte hatten sie mir auch noch gebacken. Und all diese Geschenke. Im Nachhinein fühlte ich mich schlecht, dass ich die beiden 2 dreckige Lügner genannt hatte. Denn sie waren ja trotzdem noch meine Eltern. Sie hatten mich großgezogen und sie liebten ihr einziges Kind natürlich über alles. Und ich liebte sie. Eigentlich war ich kaum noch böse, dass sie mich wegen dieser Adoptionssache angelogen hatten. Trotzdem fühlte ich mich gerade nicht so danach, mit ihnen zu feiern. Also saß ich bloß schweigend am Frühstückstisch und stocherte mit der Küchengabel in meinem Tortenstück herum. »Was ist denn los, mein Schatz? Ich dachte, das ist deine Lieblingstorte.« Mama hatte natürlich sofort gemerkt, dass ich mich sonderbar verhielt. Und natürlich schob sie sich dafür wieder selbst die Schuld in die Schuhe. Typisch Mama. »Ach was, ist alles okay«, versicherte ich ihr und stand von meinem Stuhl auf. »Soll ich dir die Stücke noch einpacken, das was übrig geblieben ist?«, rief sie mir hinterher. »Nein, nein, passt schon, ich muss sowieso los«, log ich, aber brauchte mindestens noch 30 Minuten, bis ich das Haus verließ. In Wahrheit wurde mir übel bei dem Gedanken, noch mehr von dieser verdammten Torte in mich reinzuschaufeln. Ich hatte zwar kaum ein halbes Stück gegessen, aber selbst dieses bisschen bereitete mir höllische Bauchschmerzen. Aber das wollte ich ihr nicht sagen. Sie hätte die Schuld nur wieder auf sich geschoben und ich wollte sie nicht traurig machen. Nicht schon wieder. So wie jeden Tag brachte Papa mich in die Schule. Als ich aus der Haustür trat, war er gerade ins Auto gestiegen. Sein neuer Firmenwagen war sein ganzer Stolz. »Na, kommen auch Jungs heute Abend? Wenn ja, dann muss ich wohl doch zu Hause bleiben, bevor die auf dumme Ideen kommen«, meinte er dann später während der Fahrt und warf mir dabei einen seiner Seitenblicke zu, bei denen ich nie wirklich wusste, ob er gerade Spaß machte oder es doch ernst meinte. Wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Ich stieß einen nervösen Lacher aus und versicherte ihm, dass ich zu der Party nur Mona und ein paar andere Mädchen aus der Klasse eingeladen hatte. Anders als Mama merkte Papa nie, wenn ich log. Aber eigentlich musste ihm doch klar sein, dass der einzige Grund, Partys zu schmeißen, die Jungs waren. Ich war ziemlich schüchtern, wenn männliche Wesen im Raum waren und hatte deshalb noch wirklich keine Erfahrung. Aber Mona hatte immer davon geschwärmt, dass betrunken zu flirten das Beste der Welt war. Das hatte mich neugierig gemacht. Papa setzte mich direkt vor der Schule ab. Ich sah Mona schon in der Ferne und winkte ihr zu. Doch bevor ich zu ihr gehen konnte, drückte Papa mir eine von Mamas Tupperdosen in die Hand. Die Torte. Natürlich. Mein Magen zog sich von neuem unangenehm zusammen, als ich die sahnige Zuckerbombe so anschaute. Trotzdem zwang ich mich zu lächeln. »Du brauchst doch was zum Angeben, wenn du schon an deinem Geburtstag in die Schule musst«, meinte Papa mit einem Augenzwinkern. »Bis später.« »Bis später«, rief ich und sah zu, wie er mit dem Wagen die Straße entlang fuhr. Mona war schneller gewesen als ich. Als ich gerade zu ihr gehen wollte, hatte sie mich schon erreicht und umarmte mich fest. »Hey, alles, alles Liebe, alles Gute, Geburtstagskind!« Schon bald fiel auch den anderen aus meiner Klasse wieder ein, dass ich ja heute Geburtstag hatte, und sie kam nun ebenfalls auf mich zu. Ich bedankte mich bei allen und setzte mein strahlendes Geburtstagslächeln auf. Und ich konnte zwar am Ende alle damit überzeugen, nur mich nicht selbst. Denn meine Magenschmerzen schienen immer schlimmer zu werden. Mein Gott, was hatte ich denn da gegessen, dass mein Magen sich anfühlte, als würde er gleich sterben? Die
Mathearbeit. Es musste diese verdammte Mathearbeit sein, die in der dritten Stunde fällig war. Denn gewisse Personen hatten mich ja dazu überredet, lieber für die Party heute Abend zu planen, als für die Arbeit zu lernen, so wie es eigentlich mein Plan gewesen war. Verdammt, Mona, wegen dir werde ich noch eine 4 in Mathe bekommen, beschwerte ich mich, als wir gerade im Klassenraum angekommen waren. Doch meine beste Freundin war sich keiner Schuld bewusst. Eine 4? Sei doch froh, Alter. Ich würde mich freuen, wenn ich zur Abwechslung mal keine 5 krieg. Wenn ich diese ganzen Zahlen und Formeln und so sehe, kriege ich schon zu viel. Mathe ist wichtig und wird euch euer Leben lang begleiten, äffte sie unseren Klassenlehrer nach, doch verstummte augenblicklich, als sie in mein Gesicht sah. Ich hatte ihr schon lange nicht mehr zugehört, stattdessen klammerte ich mich an die Tischkante und starrte auf meine Hände. Aber der Raum hörte einfach nicht auf, sich zu bewegen. Alles um mich herum begann sich zu drehen und jegliche Geräusche schienen plötzlich dumpf und schien sich immer weiter von mir zu entfernen. Dann wurde mir auf einmal schwarz vor Augen. Als ich wieder zu mir kam, lag ich im Sanitätsraum der Schule und Mona saß neben meinem Bett. Sie war in ihr Handy vertieft. Ich war zusammen mit höllischen Schmerzen aufgewacht. So musste es sich also anfühlen, wenn man einen schweren Autounfall überlebte, dachte ich und biss die Zähne zusammen. Erst jetzt schaute Mona von ihrem Bildschirm auf. Wow, du bist am Leben. Also vorhin hat's nicht so ausgesehen. Warst komplett weg. Von jetzt auf gleich. Schnips und Licht aus. Bist einfach mit dem Kopf auf den Tisch geknallt. Gott sei Dank nicht auf den Boden oder gar den Asphalt. Ich setzte mich vorsichtig auf. Meine Glieder fühlten sich unheimlich träge an. Vorsichtig berührte ich mit meinen Fingern die Beule auf meiner Stirn, zog sie jedoch schmerzhaft hissend wieder zurück. Tja, wenigstens können wir uns jetzt vor der dummen Mathearbeit drücken, meinte Mona und lachte. Aber hier, iss erstmal was. Das macht deinen Kreislauf wieder fett. Sie drückte mir die Brotdose mit der Torte in die Hand und widerwillig würgte ich ein paar Bissen runter. Dann fing mein Magen wieder zu streiken an. Genau wie schon heute Morgen am Frühstückstisch. Mir ging's total dreckig. Also holte mich meine Mama von der Schule ab und legte mich sofort ins Bett. Doch ich fand keinen Schlaf, nachdem ich mich für eine gefühlte Ewigkeit immer wieder hin und her gewälzt hatte. Dann stand ich irgendwann auf. Meine Magenschmerzen brachten mich noch um. Unten in der Küche fand ich einen Zettel auf der Theke. Viel Spaß heute Abend. Morgen Mittag sind wir wieder da. Mama und Papa. Ich lächelte. Ein sonderbarer Geruch ließ mich plötzlich innehalten. Ich öffnete den Kühlschrank und beobachtete mich selbst dabei, wie ich hineinstarrte. Die Schweinesteaks von gestern Mittag lagen mit Folie verpackt im obersten Fach. Mein Magen begann laut zu knurren. Ich streckte den Kopf noch weiter hinein und sog den Duft der Marinade ein. Eigentlich mochte ich gar kein Fleisch. Umso mehr wunderte es mich, dass ich die Dinger herausholte und die Folie herunterriss, um mir eins nach dem anderen in den Mund zu stopfen. Ich kaute kaum, so hungrig war ich. Ich fühlte mich, als ob ich seit Ewigkeiten nichts mehr zwischen die Zähne bekommen hatte. Da war so ein Drang in mir. Er ließ mich unendlich gierig werden. Ich aß den ganzen Teller leer. Und doch war es nicht genug, um das Loch in meinem Magen zu füllen. Verdammt, ich war sowas von hungrig. Ich legte das restliche Fett und die Marinade vom Teller ab und hetzte mich wieder zum Kühlschrank zurück. Ich hatte die Küche bereits komplett verwüstet, als eine Stimme mich plötzlich aus meinem blinden Fressflash riss. Es war Mona. Verdammte Scheiße, wie sieht's denn hier aus? Ich stützte mich an der Kühlschranktür ab, als ich aufstand. Mona? Was machst du denn hier? Warte, hast du dich einfach selbst reingelassen? Ein verlegenes Grinsen breitete sich in ihrem Gesicht aus. Ich würde sagen, ja, tut mir leid, aber du kennst mich doch. Du hast mich fast zu Tode erschreckt, antwortete ich. Mona blickte einmal durch das Chaos in der Küche und hob dann ihre Augenbrauen. Eigentlich wollte ich nur schauen, wie es meiner besten Freundin geht, aber so wie es aussieht, ist ja alles wieder in bester Ordnung. Ich ignorierte ihren Blick und sammelte allmählich die leeren Teller und Verpackungen ein, die überall herumlagen. Mir geht's gut, keine Sorge. Wirklich? Ist das so? Ja, ich schmeiß mir gleich eine Schmerztablette ein und dann können wir alles vorbereiten. Wegen so einer kleinen Grippe werde ich doch nicht gleich meine Geburtstagsparty ausfallen lassen. Mona begann zu strahlen. Richtig so, lass uns feiern. Sie half mir dabei, die Unordnung wegzuräumen und schmückte in der Zeit das Haus, während ich noch schnell unter die Dusche sprang. Das heiße Wasser hauchte meinem schlappen Körper wieder neues Leben ein. Doch kaum war ich dabei, mich abzutrocknen, da fing meine Haut wie aus dem Nichts an zu jucken.
Aber sobald ich mich irgendwo kratzte, musste ich feststellen, dass meine Haut sich ablöste. Mit großen Augen starrte ich meinen Unterarm an. Dort hing nun ein großer Lappen abgestorbener Haut runter. Die Hautschicht darunter schien irgendwie entzündet zu sein. Aber sie war nicht wund, sie tat auch nicht besonders weh. Aber die Farbe, so sollte gesunde Haut doch normalerweise nicht aussehen, oder? Sie war nicht bloß blass oder bleich, sie war komplett grau. Was zur Hölle war gerade los mit mir? Die Türklingel von unten ließ mich aufschauen. Mona ließ gerade die ersten Gäste rein. Ich atmete ein paar Mal tief durch und versuchte, den Fetzen Haut vorsichtig wieder anzudrücken. Ich bandagierte die Stellen, an denen es am schlimmsten war, in der Hoffnung, dass es sich dadurch nicht weiter verschlimmern konnte. Ich suchte das riesigste Oberteil aus meinem Kleiderschrank aus, das ich überhaupt besaß, damit man die Bandagen nicht sah und keiner auf die Idee kam, blöde Fragen zu stellen. Gleich morgen würde ich mich darum kümmern, denn nichts würde mich heute davon abhalten, meine allererste Party mit Alkohol zu schmeißen. Rein gar nichts. Ich freute mich schließlich schon seit Monaten darauf. Schnell klatschte ich mir noch ein wenig Make-up ins Gesicht. Als ich endlich wieder aussah wie ein normaler Mensch, ging ich nach unten, um meine Freunde zu begrüßen. Auf das Geburtstagskind! Alle hoben ihre Gläser in die Höhe und stießen fröhlich mit mir an. Mona hatte sich zum Glück um alles gekümmert. Sie liebte sowas. Sachen zu organisieren war total ihr Ding. Sie könnte später mal Eventmanagerin oder so werden. Kaum hatte ich mein Glas Sekt leer, da kam sie schon um die Ecke und drückte mir ein neues in die Hand. Ich glaube, ich habe erstmal genug, danke, wollte ich ablehnen, doch angetrunken wie sie war, schien sie mein Nein nicht akzeptieren zu wollen. Oh nein, meine Liebe, du trinkst jetzt schön ein mit mir, du bist mir viel zu nüchtern. Ich seufzte, aber schließlich stieß ich mit ihr an. Wir tranken unsere Gläser leer, doch sobald ich das getan hatte, zuckte ich vor Schmerz zusammen. Ein Stechen in meinem Magen. Es schien gegen den zugeführten Alkohol zu rebellieren. Ich hatte das Gefühl, das gleich nicht mehr weiter aushalten zu können. Was ist? Du hast ja gar keine Farbe mehr im Gesicht, bemerkte Mona und kicherte betrunken. Hattest doch schon genug, hä? Sie bekam keine Antwort darauf. Im selben Moment sprintete ich los. Ich wollte einfach nur allein sein mit meinen Schmerzen. Ich legte mich aufs Bett und atmete durch. Und auf einmal sah ich überall Blut. Meine Haut begann bedrohlich zu pochen, als ich wie erstarrt dastand und hinunterstarrte. Mein Körper juckte so sehr, dass ich es nicht länger aushielt, und schließlich gab ich dem Juckreiz nach. Die Bandagen fielen zu Boden und mit ihnen die vielen Hautfetzen, die sich beim Kratzen lösten. Aber dann hielt ich plötzlich inne. Meine Fingernägel, ich hätte schwören können, dass ich sie erst gestern gekürzt hatte, waren jetzt auf einmal wieder lang. Lang, fest und spitz, sodass sie von Sekunde zu Sekunde Krallen immer ähnlicher wurden. Ich konnte einfach nicht glauben, was ich da sah. Ein Klopfen ließ mich erschrocken zusammenzucken. Es war Mona. Hey, ist alles okay da drin? Ja, antwortete ich beinahe sofort. Mir geht's super, kein Grund zur Beunruhigung, feier einfach weiter. Du hörst dich aber irgendwie nach dem Gegenteil an. Komm schon, jetzt lass mich mal rein. Aber ich rührte mich nicht, sondern starrte weiter auf meine Nägel hinunter. Ich hatte Angst, dass sie noch weiter wuchsen, sobald ich einmal wegsah. Dennoch hörte Mona einfach nicht auf zu klopfen. Und irgendwann war ich gezwungen, ihr die Tür zu öffnen, da ich nicht wollte, dass der Rest der Party auch noch auf mich aufmerksam wurde. Als Mona den Raum betrat, blieb sie erschrocken stehen und begann mich von Kopf bis Fuß zu mustern. Und zum ersten Mal, seitdem ich sie kannte, war sie einfach nur sprachlos. Ihre Augen waren weit aufgerissen und sie zog seltsame Grimassen, als ob sie versuchte, nach Worten zu greifen, aber dabei scheiterte. Immer und immer wieder. Ich drehte mich weg. So sollte sie mich nicht sehen. Nein, nicht so. Ich schämte mich unheimlich für mich und für das, was mein Körper gerade mit mir tat. Oh Gott, verdammte Scheiße, was ist nur mit dir passiert? Mona streckte ihre Hand nach mir aus. Dennoch traute sie sich nicht, mich zu berühren. Ich konnte alles sehen, alles spüren, obwohl meine Augen fest geschlossen waren. Und vor allem konnte ich sie riechen. Es hatte einen Moment gedauert, bis ich zuordnen konnte, dass dieser süßliche Geruch, der plötzlich im Raum war, von Mona ausging. Erschreckenderweise erkannte ich den Geruch von vorhin wieder. Das Steak hatte genauso gerochen. Ich erschauderte bei dieser Erkenntnis. Ich versuchte, mich noch weiter von Mona zu entfernen, aber der Geruch war so intensiv, dass ich ihn jetzt nicht weiter ignorieren konnte.
Es war unmöglich. Er war einfach zu köstlich. Der Geruch hatte sich schon bald im gesamten Raum ausgebreitet und vernebelte meinen Geist, sodass ich kaum noch einen einzigen klaren Gedanken fassen konnte. Ich hörte ein tiefes, kehliges Knurren. Es war ganz nah. Panisch drehte ich mich um und suchte mit meinem Blick den Raum ab. Als ich in Monas Gesicht sah, musste ich feststellen, dass das gruselige Knurren von mir selbst ausging. Mona und ich starrten einander an, ängstlich und hilflos. Mein Magen zog sich schmerzhaft zusammen. Der Hunger, da war er wieder. Dieser unglaubliche Hunger, der mich einfach blindlings überkam und an meiner Seele zerrte. Ich konnte an nichts mehr denken, fühlte nichts. Da war nur dieser unendliche Hunger in mir. Mein Körper lief wie von alleine, als ich auf Mona zustürmte und sie plötzlich packte. Hey, hey, was soll das? Lass mich los! Hey, lass mich! Bist du jetzt komplett durchgedreht? Komm jetzt, wir müssen dir einen Krankenwagen besorgen und zwar schnell! Ich hörte Monas Stimme nicht mehr, denn ich verlor mich in meinem Rausch. Als ich wieder aufwachte, hallten ihre Schreie und ihr schmerzhaftes Kreischen immer noch durch meinen Kopf. Ich öffnete die Augen und fand mich in der Badewanne wieder. Sie war völlig blutverschmiert. Ich war plötzlich wieder hellwach, doch es schien nicht mein Blut zu sein. Langsam zog ich den Vorhang zurück und was ich dort sah, ließ mich erstarren. Das gesamte Badezimmer war voller Blut. Ein Körper lag dort auf dem Boden, in einer seltsamen, abnormalen Position. Er war völlig entstellt worden. Ich stieg aus der Wanne und betrachtete die Leiche einen Moment lang. Ich wartete verzweifelt auf den Moment, in dem ich etwas spüren würde. So etwas wie Furcht oder Selbsthass oder Trauer. Denn ich erkannte sie. Es war Mona. Doch selbst dann war da nichts in mir, rein gar nichts. Als wären all meine Gefühle von jetzt auf gleich abgestellt worden. Ich sah auf und eine ekelhafte, blutverschmierte Gestalt starrte mir entgegen. Sie hatte pupillenlose schwarze Augen, graue Haut und ein Haufen spitzer Zähne ragten aus ihrem Mund. Erst nach längerem Hinsehen erkannte ich mich selbst. Es war mein Spiegelbild. Ich stieg über Monas Leiche hinweg und ging den Flur hinunter. Es musste immer noch mitten in der Nacht sein. Im Haus war es vollkommen still. Keine Musik, keine betrunkenen Gespräche, nichts. Doch je näher ich dem Wohnzimmer kam, desto mehr Leichen fand ich auf dem Boden. All das Blut begann schon bald meine Socken zu tränken, sodass ich rote Fußabdrücke auf dem teuren Parkett hinterließ. Das Wohnzimmer war nicht mehr wiederzuerkennen. Es war zu einem realen Albtraum mutiert. Ich hatte alle Gäste umgebracht. Diese Geschichte ist jetzt leider schon zu Ende. Aber ihr könnt ganz einfach weiterhören. Und zwar ohne Werbeunterbrechung und Stunden über Stunden. Mit den neuesten Stories immer geupdatet. Klickt auf den ersten Link in der Beschreibung. Und folgt unserer Playlist auf Spotify oder Apple Music oder Amazon Music. Startet den ersten Track und dann könnt ihr gemütlich einschlafen zu unseren Hörgeschichten. Wir freuen uns auf euch. Erster Link in der Beschreibung.